Hey Leute, willkommen zurück zu Slay the Spire. Wir haben 96 Lebenspunkte jetzt schon, also könnte ich mir ein bisschen mehr erlauben. Eventuell, nicht so wie das dann beim letzten dran gelaufen ist am Ende. Ja, die Frage ist halt, wir haben auch 300 Gold, also wäre so ein Shop durchaus mal ganz nett. Ansonsten, da haben wir, hier links hätten wir direkt zwei Elite-Gegner, ansonsten eins, zwei... Hätten wir auch zwei, ich glaube mittlerweile über zwei. Das ist eigentlich immer so. Also ich habe auf der zweiten... Habt ihr schon mal auf der zweiten Ebene irgendwie drei Elite-Gegner hintereinander auf einer Strecke gesehen? Ich könnte mich da jetzt nicht dran erinnern. So, die rechte Seite ist jetzt nicht so cool, weil da ist nur einer. Also werden wir dann... Ich könnte halt die Shops mitnehmen, ne? Die beiden sogar. Dann hätten wir da immerhin noch zwei Elite-Gegner und zwei Shops. Wir haben halt auch 300 Gold. Von daher würde ich das vielleicht sogar so machen wollen. Ja, das machen wir jetzt auch. Machen wir das einfach mal so. Alles klar. Verschlingen ist jetzt an der Stelle schon ein bisschen blöd. Ekstase haben wir, was jetzt gar nicht mal so verkehrt ist für den Moment. Ich muss mal kurz gucken. So. Ach nee, was rede ich da? Nicht Ekstase, ich habe das gerade verwechselt. Ich dachte, es ist eine Karte mit 30 Block. Aber nein, die passt dann doch nicht. Okay, so, einmal bitte spalten. Und das ist halt alles Quark gerade. Hier, bei denen wäre natürlich auch immer eine Karte super, die dann Schaden, also sowas wie Dorn, die dann den Schaden quasi zurückwirft. Jetzt, ja, unempfindlich, meinte ich am Anfang. Verdammt, hätte ich das mal zuerst gehabt. Okay, wir haben nach wie vor keine Stärke. Ja, könnte, also es kann auch nicht so schwierig sein, ein bisschen Stärke zu bekommen. Das muss ja nicht immer so viel sein. Ich meine, wie schwer kann das schon sein? Berühmte letzte Worte. Ja, machen wir das mal so. Und dann, so schmettern. Ein Schlag und bei euch können wir jetzt leider nichts mehr machen. Oh Gott, die machen halt auch schon wieder so viel Schaden. Das ist halt auch so ein Scheibenkleister. Das mache ich jetzt auf jeden Fall. Genau, dann greifen die jetzt nämlich erstmal nicht an. Den Rest schenke ich mir für den Moment. Okay, jetzt haben wir nämlich hier auch Verschlingen. Das heißt, wir könnten einmal das machen, einmal verschlingen. Jawohl. Dann haben wir hier noch einen Schlag. Oder ich nehme jetzt hier Block, weil noch mehr Schaden kassieren ist halt ein denkbar blöder Start gerade. So, aufrüsten nehmen wir das schwere Schwert und einmal spalten und dann sind auch schon alle tot. 17 Gold gab es dafür. Ist jetzt nicht so toll. Perfekter Schlag. Könnte ich halt mal nehmen, wenn ich irgendwie Schlag behalte. Weil man muss die Karten ja, glaube ich, behalten. Kampftrance. Dann hätten wir zumindest mal eine Karte, die uns ein bisschen Card-Draw gibt. Das wäre jetzt gar nicht mal so verkehrt. Wobei, wir könnten auch einen Knaufschlag nehmen. Glaube ich, nehmen. Diese Sache mit keine weiteren Karten in den Zug ziehen ist jetzt auch, wäre jetzt in dem Moment noch nicht das Problem, weil wir halt eh nichts ziehen können. Ich nehme Knaufschlag, damit ziehen wir auch zwei Karten. Dann machen wir das doch so. Gut, dann nehmen wir jetzt hier die Events mit und ihr habt doch wohl einen Hasch mich. Ich bezahle bestimmt nicht all mein Gold. Ist ja schlimmer als das Finanzamt. So, Ekstase ist ja schön und gut, aber wir haben jetzt hier Knaufschlag. Das heißt, wir können direkt mal schauen, was es denn hier noch so gibt. Wir hätten hier auch noch so einen Schlag und Verschlingen. Jawohl, das war doch... Das lief doch super. Jetzt haben wir auch unempfindlich und das kommt mir gerade schon sehr gelegen. Die Frage ist, spiele ich jetzt Aufrüsten? Ja, ja, komm, spielen wir Aufrüsten und einmal unempfindlich. Auch wenn ich jetzt das nur gespielt habe, im Prinzip, um die Schläge auch erstmal aufzuwerten, damit die ein bisschen mehr Schaden machen.
Es wäre halt so super, wenn ich das Block mitnehmen könnte in die nächsten Runden. Aber das geht leider nicht so. Das ist alles ziemlich doof. Wir können das einmal spielen. Das Ritual würde ich jetzt noch nicht nehmen. Dann greifen wir zweimal an und das wird jetzt wieder wehtun. Das ist aber auch ein Mist. So. Ja, toll. Und das macht halt kaum Schaden. Das ist halt so ein Mist. Machen wir das so. Dann können wir dich zumindest rausnehmen. Und dann... Ja, verteidigen ist im Prinzip komplett witzlos. Aber... Ja, komm. Wenn Spalten... Wenn das andere eh nichts bringt, dann kann ich mir das auch schenken. So, schmettern. Die Frage, wir können dich halt nicht erledigen. Und verteidigen bringt es jetzt halt auch wieder nicht. Mein Gott, kriege ich hier am Anfang auf die Nase. Das liegt auch mit daran, dass ich halt keine Stärke habe. Was jetzt zugegeben nicht so toll ist, machen wir das jetzt einfach mal so. Ich gehe hier gleich noch drauf. Wenn das so weitergeht, komme ich nicht mehr bis irgendein Elite-Gegner. Das ist jetzt auch super wieder. Ach komm, ey. Das ist doch nicht euer Ernst. So, machen wir das so. Dann spielen wir jetzt hier Adalas. Und killen ihn halt so. 28 goldene rote Maske. Schwach auf alle Gegner zu Beginn des Kampfes. Ja, uralter Trank. Artefakt. Prügeln. Nee, das ist auch irgendwie alles nichts, was nehmen würde. Aber Gott sei Dank haben wir Fleisch am Knochen. Damit können wir das alles so ein bisschen kompensieren. Und was haben wir hier? Jost. Wir haben da gleich zwei Shops, deswegen würde ich jetzt gar nicht... Obwohl eigentlich... Ich gehe jetzt hier auf Risiko. Und wir haben die Wette gewonnen. Das ist doch mal gut. So, 550 Gold und zwei Shops vor uns. Damit können wir dann auf jeden Fall arbeiten. Und nach wie vor, außer Muskelspiel, keine Stärke. Ich will das aber nicht. Verdammt. Ich will es einfach nicht. Und diese Tränke hier, ja gut, wir haben... Elan, wann spielen wir schon mal 5 Karten in einem Zug? Die wäre halt super, wenn wir viele Nuller-Karten hätten. Aber sonst so. Zweiter Zug, 14 Block. Mehr Energie. Das wäre natürlich mit der Hornklampe schon ganz cool. Erholungstrank. Ich würde da jetzt aber auch nichts austauschen wollen. Ansonsten, ich würde auf jeden Fall gerne eine Karte entfernen. So. Und wir schmeißen einen Schlag raus. Alles klar, dann haben wir noch 450. Und diese Hornklampe lacht mich ja quasi schon an, ne? Aber ich würde da erstmal drauf verzichten und dann erstmal gucken wollen, was es da im nächsten Shop gibt. Ja gut, wir könnten halt Blutriss mitnehmen, aber so wirklich Stärke gibt uns das dann auch nicht. Deswegen, ich... Nee, das war jetzt aber ziemlich mager hier. So, dann hätten wir hier erstmal aufrüsten. Ist nie verkehrt. Verteidigen ist auch nicht verkehrt. Und dann... Ja, kommen wir damit erstmal nicht weiter. So, jetzt haben wir hier direkt unempfindlich, wobei ich könnte auch... Jetzt haben wir verteilt... Ja, komm, dann machen wir das erstmal so, weil wir haben eh noch Energie übrig. Adalas nehme ich jetzt nicht, ansonsten... Ach, ja, komm, ich nehme jetzt hier schon den Bluttrank. Der wird uns hier eh noch ein paar Mal was mitgeben.
wenn wir eh weniger blocken können, dann brauche ich halt auch Verteidigen nicht spielen. Also auf die drei Lebenspunkte Unterschied, da mache ich auf jeden Fall lieber Schaden. Also sonst hat er nur noch mehr Gelegenheiten, uns hier eine mitzugeben. Das ist jetzt auch alles sehr super. Ich bin begeistert. Ja, das ist total toll. 14. Ich nehme jetzt Wirbelwind. Da waren es noch 18. Gut, jetzt haben wir hier unempfindlich. Wir haben aber auch... ich spiele jetzt erstmal Knaufschlag und dann gucken wir, was wir kriegen. Wir kriegen Schmettern. Ich muss halt Schaden machen. Ich spiele jetzt einmal Verteidigen. Einmal Schmettern. Und dann haben wir hier... ja. Verschlingen werde ich jetzt auch noch nicht spielen. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Da habe ich mich jetzt echt verkalkuliert. Weil ich mir dachte, hey, ich kriege auf jeden Fall Stärke. Irgendwas mit Stärke, das wird schon irgendwie hinkommen und passen und überhaupt. Ich nehme jetzt hier mal den Trank, was soll's. So, dann haben wir hier Wirbelwind. Das wird jetzt aber immer noch nicht reichen. Ansonsten muss ich auf jeden Fall hier auch Verteidigen spielen, sonst wird das gleich sehr unschön. Schling ist nach wie vor doof. Da waren es noch 4 Lebenspunkte. Oh Mann, ey. Schmettern. Scheibenkleister, es reicht. Yay. Mehr Energie wäre schon so eine Sache, wo ich sagen würde, okay, könnte man machen. In Kombination mit Wirbelwind dann. Nehmen wir mal mit. So, dann müssen wir uns hier auf jeden Fall ausruhen. Sonst ist gleich Ende Gelände. So, und wenn ich jetzt keine Stärke kriege, ne, dann habe ich keinen Bock mehr. Sieht wieder super aus. Wir könnten hier Geisterrüstung immerhin kriegen. Verbrennen will ich nicht. Ansonsten farbloser Trank, Explosivtrank. Blocktrank wäre halt auch noch so eine Sache. Spielzeug-Ornithopter, dafür würde ich aber nichts ausgeben wollen. Immer wenn du den Block eines Gegners durchbrichst, wende 2 verwundbar. Das ist auf jeden Fall eine nette Sache. Wir werden jetzt erstmal hier noch so... ich glaube, ich entferne jetzt hier nochmal Verteidigen. Dann kaufen wir uns den Handbohrer, weil dafür würde ich schon Gold ausgeben. Dann holen wir uns hier noch die Geisterrüstung. Arm der Gier ist halt, ne, 20 Schaden und wir müssen Gegner töten. Ich brauche erstmal andere Sachen. Ich brauche eine bessere Verteidigung. Wenn ich hier keine Stärke kriege, brauche ich auf jeden Fall eine bessere Verteidigung. Und wir starten hier wieder mit Ekstase. Das ist toll. Ein. Ja. Ich kann natürlich Adalas und Wirbelwind spielen. Könnte ich machen. Nur würde ich das gerne... Ach ja, wisst ihr was? Ich mache das jetzt einfach... So. Wir müssen den nämlich auch möglichst schnell erledigen. Block verdoppeln ist jetzt schon mal eine gute Sache. So, dann hätten wir jetzt hier Verschlingen, was jetzt ehrlich gesagt nicht so brauchbar ist. Ich spiele einfach mal Aufrüsten. Dann können wir Schmettern einmal spielen und noch mit dem Schlag hinterher setzen. Okay, Stärke verdoppeln mal wieder. Ja, das ist jetzt auch sehr toll. Ich bin nicht zufrieden.
Na super, nochmal Ekstase. Ja, genau. Total, ja. Blut um Blut wird sich ja schon irgendwie anbieten, ne? So oft, wie ich hier Schaden bekomme, aber nein. So, was haben wir hier? Matroschka. Nette Sache. Auf jeden Fall. Gut, also wir müssen halt jetzt auf jeden Fall links lang. Das macht sowieso keinen Unterschied. Wir haben auf beiden Seiten Elite-Gegner. Ich muss mich nach wie vor ausruhen. Ich kann keine Karten aufwerten, weil zu wenig Leben. So, und je nachdem, wie es hier dann läuft, gehen wir entweder links oder rechts lang. Wobei, naja, eigentlich ist egal, wie es läuft. Ich gehe auf jeden Fall rechts lang, weil das halt wieder ein Lagerfeuer. So, dann gucken wir doch mal, was du so für uns hast. Wir haben halt unempfindlich und Geisterrüstung. Da würde ich halt eher sowas nehmen wie Geisterrüstung und einmal verteidigen und dann nochmal angreifen. Wobei die Karte, die halt mit Stärke skaliert, ist halt für sich allein genommen jetzt nicht so toll von dem Kosten-Nutzen-Verhältnis. Aber naja, so. Das ist jetzt auch ganz großes Kino. Ich hau mir jetzt hier den Trank rein. Ja. Nehmen wir mal Wirbelwind. Oh, 7x4. Ich bin ja hin und her gerissen. Ich bräuchte allerdings eigentlich auch eine Karte hier mit ihm, mit der ich Gegnerschaden reduzieren kann um 25%. Weil das ist wieder alles hier total Mist. Ich hätte mir den Trank vielleicht dann auch für den Boss aufheben können, aber wir müssen, ich wollte gerade sagen, wir müssen den erledigen. Geisterrüstung haben wir verteidigen und einmal verschanzen. Wow, das hätte es jetzt schon gewesen sein können. Ja, ich habe auch keine Wahl. Ich muss jetzt unempfindlich spielen. Er hat noch 46, 7x6. Ja, ist klar. Ist klar. Okay, das wird jetzt alles nicht mehr reichen, ne? Nee, das... verdammt. Und ich habe, ja, ich habe keine Stärke bekommen. Das war dann halt auch abzusehen. Oh, es hat doch gereicht. Aber ich habe da echt kein gutes Gefühl bei der Sache. Blutfiole. Ah, interessant. Farbloser Trank. Flammenwall kann ich zum Beispiel bei den Geiern gut gebrauchen. Hämokinese ist keine... Ich brauche jetzt hier irgendwie... Die Karte ist auch aufgewertet. Es sind schon 16 Block. Der Schaden, also Schadenreflexion ist mir da gar nicht mal so wichtig. Aber das, was wir da blocken können, das ist schon viel wichtiger. Ich komme halt auch irgendwie nicht mehr über 60 Lebenspunkte. Ich kann mich auf den Kopf stellen. Karte verbessern. Ja. Ich würde das vielleicht sogar hier nehmen. Auch wenn das dann random ist. Aber wir... Ich schmeiß jetzt hier noch einen Schlag raus. Und ein Schlag wird verbessert. Ja, super. Flammenwall ist jetzt... War auf jeden Fall die richtige Wahl. Ich sag's mal so. Dann haben wir 16, dann könnte ich Adalas und Wirbelwind spielen. Wobei, ich würde gerne Wirbelwind spielen, wenn Wirbelwind schon mehr Schaden macht. Weil so ist das gerade ein bisschen... Ha, schwierig. Ich gucke mal, was wir hier kriegen können. 2 Block, eine Karte. Metamorphose, ja, auf jeden Fall Metamorphose. Und das wären dann 15, 25. Dann spiele ich nochmal Verteidigen. Und ah, nehme ich jetzt schon Adalas. Ja, komm, Adalas und Wirbelwind, auch wenn das nicht so viel bringt. Aber wir machen halt dann allen Schaden. Und das ist dann auch gar nicht mal so wenig Damage.
So, unempfindlich und die olle Geisterrüstung. Hm. Können wir auch verdoppeln? Ich glaube, ich mache das dann eher so. Dann hebe ich mir das nochmal auf. Okay. Wir hätten hier auf jeden Fall einen Knaufschlag. Ich würde eigentlich schon gerne zumindest hier einen rausnehmen. Kriegen wir das hin? Mit Hängen und Würgen? Ja. Aber dann sind noch zwei. Das sind dann nochmal 25 Damage. Hätte auch verteidigen spielen können. Aber das ist halt auch doof, das immer weiter rauszuzögern. Dann machen sie trotzdem immer mehr Schaden. Ach, die hätte ich dann zuerst spielen sollen. Verdammt. Mein Gott, das war echt ganz gut, dass ich da das dicke farblose Karte genommen habe. Tintenflasche. Mini-Erk, okay, ein bisschen Card-Draw. Verwundbar brauchen wir jetzt nicht so unbedingt. Opfergabe würde ich halt nicht nehmen. Und die anderen Sachen auch nicht. Nach wie vor keine Stärke. Stärke nicht in Sicht, nicht mal ansatzweise. Und hier ruhen wir uns halt wieder aus. Weil momentan läuft das hier mit Hängen und Würgen. Und du hast hier auch noch zwei Artefakte. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt so toll gerade. Die würde ich halt schon gerne wegbekommen. So, wir haben hier Flammenwall. Und Flammenwall werde ich dann definitiv schon mal spielen. Ansonsten, wie machen wir das jetzt? Es dauert halt auch ewig, die Kleinen da umzukloppen. Aber müsste ich eigentlich umkloppen, weil sonst machen die zu dritt viel zu viel Schaden. Das war gerade jetzt auch total super. Knaufschlag. Was kriegen wir? Einmal verteidigen würde ich spielen. Dann einmal das. Ja, das sieht jetzt auch sehr super aus. Ich würde den halt gerne jetzt schon erledigen, aber die machen da trotzdem so viel Schaden. Also es ist jetzt alles irgendwie keine Option. Machen wir das so und spielen einmal Spalten. Okay, kriegen wir dich so raus. Okay, gut. Immerhin. Jetzt habe ich Flammenwall. Sieht's auch nicht unbedingt so cool gerade. Ja, die Karten sind halt 2 Mana oder 2 Energie für 14 Schaden ist halt ohne Stärke Mumpitz. 52 Damage, ja. Genau. Okay, dann spielen wir Verteidigen, Knaufschlag. Und was kriegen wir? Nochmal Verteidigen. Ich würde eventuell schon durchdrehen. Wobei, wir haben ja die beiden Karten hier. Machen wir so, dann spielen wir Wirbelwind. Beziehungsweise, ich könnte dann jetzt schon hier den Trank nehmen. Moment, das sind 5-mal. Das würde für dich jetzt so noch nicht. Kann das. Nein, jetzt habe ich das auf das Ding. Jetzt hat er das negiert. Oder auch nicht. Okay, Spalten ist schon mal ganz cool. Das Schwert nehmen wir und dann hast du immer noch 166 Lebenspunkte. Ja, so wie ich das jetzt in dem Rang gemacht habe, sollte man das natürlich nicht machen, dass man sagt, hey, das ist eine coole Karte. Ich habe zwar noch nichts, was damit zusammen funktioniert, aber ich nehme die jetzt einfach, weil ich
hoffe, dass ich noch irgendwie Karten kriege, die damit zusammen funktionieren. Und dann steht man da und nichts funktioniert. Das spielt jetzt nicht. Aber wir könnten ihn vielleicht sogar noch erledigen. Vielleicht. So. Ja, mit den Karten ist das jetzt gerade wieder ein bisschen blöd. Verschlingt spiele ich trotzdem nicht. Mir egal. Also, wir haben unempfindlich. Also, kann mir das erstmal soweit egal sein. Das ist ja auch die Geisterrüstung. Das war ein bisschen viel des Guten. Wir haben Wirbelwind. Und Adler. Ja, dann spiele ich auf jeden Fall Adalas und dann Wirbelwind. Genauso. Das ist eigentlich so die primäre Kombo, mit der ich hier Schaden machen kann. Alles andere ist halt nicht so toll. Erledigen können wir dich nicht. Aufrüsten werde ich jetzt halt auch nicht spielen, aber wir werden das einfach mal so machen. Oh mein Gott. Da waren es noch 4. Aber wir leben noch. Ich nehme jetzt garantiert Adalas für irgendwas mit Sicherheit nicht. Wow. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Fertigkeitstrank. Und was kriegen wir? Moloch, immer wenn du Block erhältst, füge einem zufälligen Gegner 5 Schaden zu. Ja, Schnitter. Schnitter bräuchte ich, glaube ich, schon. Ja, ich brauche irgendwas mit ein bisschen, ich brauche ein bisschen mehr Heilung. Wobei mir das gleich auch nicht mehr helfen wird, weil die dann noch mehr Schaden machen. Und ich halt selbst, dadurch, dass ich keine Stärke habe, eigentlich auch keinen Schaden mache. Seitdem ich kriege halt diese Kombo hin mit Wirbelwind, mit Energie und 50% mehr Schaden. Das ist im Prinzip alles, was ich habe. Schwarzer Stern. Ich würde jetzt vielleicht auch auf Elite-Gegner auf der dritten Ebene dann verzichten wollen. Samthalsband. Ja, mehr Energie für Wirbelwind. Wir können halt... Ja, komm, ich nehme das Samthalsband. Gut, dann bin ich noch nicht tot. Dann machen wir hier nächstes Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.